Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum weiteren Pickepall von mir. Heute bekommt ihr eine Botschaft von Arcturus, falls ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt. Ich habe ein Sternwesen-Video auf meinem Kanal, wo verschiedene Sternwesen von mir erklärt werden. Und du kannst es gerne anschauen, ich verlinke euch das. Hier habt ihr jetzt die Wahl zwischen drei verschiedenen Piles. Pile Nummer 1, der Selenit. Pile Nummer 2 haben wir den Sonnenstein. Und Pile Nummer 3 haben wir das Zebra-Marmor. Oder der Zebra-Marmor. Und ja, Timestamps packe ich mir immer in die Infobox. Außer Meditation folgt jetzt. Und los geht's. Hallo, Pile Nummer 1, ihr habt den Selenit gewählt und wir schauen mal, was ihr für eine Botschaft erhalten sollt. Okay, bei euch geht es wirklich um Klarheit, Weisheit, Wissen, sich definitiv bewusst zu sein, wer man ist, was man denkt, sich nicht nur von den Gefühlen leiten zu lassen, also eine gewisse Logik. Was gesund ist, weil ich finde immer das Zusammenspiel zwischen Logik und Gefühlen ist wichtig, weil manchmal hat man Gefühle, die wollen einfach nur gefühlt werden. Die sind jetzt nicht eine Bedeutung für irgendwas und dann kann man manchmal aber eine Panik verfallen, wenn man das nicht weiß und dann denkt man, oh mein Gott, warum geht's mir so schlecht? Und dann macht man extrem dramatische Dinge draus, statt einfach nur das Gefühl zu fühlen und zu verstehen, oh, mir geht's gerade vielleicht nicht gut, ich brauche eine Pause. Ich sollte mir mehr Ruhe oder Zeit gönnen oder weniger Druck machen, weniger Hektik. Weil du bist ein Gefühlsmensch. Interessant, dass wir den Mond haben. Du bist ein Gefühlsmensch. Also bei dir kommt aber auch viel aus dem Unterbewusstsein. Also du bist, glaube ich, ein Mensch, der ein gutes Zusammenspiel zwischen Verstand und Intuition hat. Also da ist so eine gute Mischung. Kommt auch durch die Erfahrung. Ich könnte mir vorstellen, in jungen Jahren warst du wahrscheinlich noch ein bisschen wilder und durcheinander und vielleicht auch von deinen Gefühlen überfordert und überreizt und du konntest das nicht richtig einschätzen, was es bedeutet, was es heißt, was es jetzt soll. Du bist aber jemand, der Gewinn bringt, durchs Leben gegangen ist. Also was auch immer du getan hast, in irgendeiner Form hast du es geschafft, dass Dinge Gewinn bringt für dich, dass sie zu dir gekommen sind. Also entweder hast du Menschen Gewinn gebracht oder du warst jemand, dem immer wieder Gewinn zuteil wurde, ob es jetzt wirklich materieller Gewinn war oder dass du Dinge für dich erreichen konntest, umsetzen konntest, durchsetzen konntest. Ich könnte mir vorstellen, durch die starke Intuition, dass du vielleicht intuitiv Dinge wusstest, wie man sie machen muss und dadurch dann auch Erfolge für dich einheimsen konnte. Und vielleicht sind das nicht Erfolge, die andere als Erfolge bezeichnen würden. Vielleicht doch, kommt drauf an. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir auch andere Erfolge sind, wie zum Beispiel, dass man mit seiner Intuition richtig lag, dass man mit seiner Logik richtig lag, dass man Dinge gut eingeschätzt hat. Das sind alles schon Erfolge, wenn man sieht, dass man sich auf sich selbst verlassen kann, dass man sich selbst vertrauen kann, dass man nicht unbedingt auf andere angewiesen ist und auf ihre Meinung und Einschätzung, sondern dass man für sich selbst sorgen kann. Ja, also du hast aber auch schon einige Enttäuschungen erlebt. Ich könnte mir vorstellen, dass du durch die Enttäuschung, die du erlebt hast, jetzt diese Person geworden bist, die so klar sieht. Aber diese Enttäuschung, die du erlebt hast, waren, glaube ich,
Dinge, wo du, ich will nicht sagen naiv, aber als Kind geht man ja doch naiv ran. Naiv an Freundschaften, naiv an Partnerschaften, naiv an die Welt. Man hofft, dass die Welt ein toller Ort ist, in der man jetzt irgendwie seinen Platz findet. Und immer wieder kann es sein, dass man ja so eine Gefühlsduselei dann merkt und merkt, es ist doch nicht das, was man will. Man hat mehr erhofft und ist aber doch irgendwie nicht vorangekommen. Und vielleicht ist es ja das, vielleicht ist dein Leben ja auch ein Zusammenspiel aus Dinge sind gewinnbringend und dann ist es wieder enttäuschend. Also als Beispiel, du würdest jetzt mit jemandem interagieren, du würdest sagen, oh Gott, ich habe das gefunden oder ich habe das bekommen, oh mein Gott, wie schön. Und jemand macht es dir dann miese oder macht sich lustig über dich oder lacht dich aus oder gibt dir das Gefühl, da, du kannst dich nicht darüber freuen. Und das kann etwas sein, was dich dann immer wieder zurückgeworfen hat. Aber du bist definitiv jemand, der in seinem Element ist. Also wir haben ja die Königin der Kelche. Du bist jemand, der seine Gefühle letztendlich voll ins Auslebt. Vielleicht ist es ja auch so, dass sich jemand lustig gemacht hat. Also es gibt ja so Menschen, die machen sich darüber lustig, wie sehr man sich zum Beispiel freut, wie sehr man Spaß hat, wie sehr man über die kleinen Dinge sich freuen kann. Und die sind dann so wie, pff, also über den kleinen Kram musst du dich jetzt nicht freuen, das ist nichts im Leben. Und die geben einem das Gefühl, man hat kein Recht darauf oder dass es sinnlos ist. Aber sie selbst sind meistens verdatterte, verbitterte Menschen, die nur nach etwas streben, nach dem nächsten Kick, nach der nächsten Sache und sind nie zufrieden, nie glücklich und wollen immer mehr, mehr, mehr und pushen alle Leute um sich drum rum und können nie genießen und entspannen und mal runterkommen, sondern sie gucken immer gleich, was ist das nächste Projekt, was ist das nächste, was sie erreichen können, was ist das Bessere, wie können sie sich noch mehr optimieren. Also da ist sehr viel Stress und sehr viel Anstrengung und ich glaube, die kommen oft nicht damit zurecht, wie du schon in kleinen Dingen Freude und auch Genuss und Erfolg feiern kannst, weil du jemand bist, dem andere Dinge wichtiger sind. Dir sind deine Gefühle viel wichtiger, dass es dir gut geht, dass du dich gut fühlst, dass du mit Menschen zusammen bist, die dir gut tun. Es ist viel wichtiger, als jemanden zu kennen, der vielleicht Rang und Namen hat und dich dann vielleicht behandelt wie ein A-Loch, als dass du sagst, nee, ich habe da jemanden, mit dem ich lachen kann, mich austauschen kann, vielleicht Dinge besprechen kann. Das ist für dich nährreicher und erfolgreicher, als vielleicht in irgendeiner Hierarchie aufzusteigen. Das ist vielleicht etwas, was du in Kindheitstagen oder in deinem Leben noch gemacht hast, Menschen auf den Podest gestellt. Oft ist es so, wenn man in irgendeiner Form nicht respektiert wird oder es sich Menschen machen sich lustig über einen oder verstehen nicht so richtig, wer man ist. Irgendwann geben sie einem das Gefühl, dass man nicht genug ist. Und wenn man dann das Gefühl hat, man ist nicht genug, fängt man an, andere als was ganz Tolles zu sehen. Die kriegen ihr Leben hin. Die kriegen vielleicht die Dinge, die sie wollen. Vielleicht fängt man an, auf einmal Träume zu entwickeln, die gar nicht deine Träume sind, aber auf einmal denkst du, ja, ich sollte diese Träume auch haben, diese Ziele auch haben. Ich sollte genau danach streben, weil du Menschen auf den Podest gestellt hast, weil du ihre Lebensstile, ihre Einstellung auf den Podest gestellt hast und in dir vielleicht gar nicht diesen Wert siehst, den du aber hast. Und natürlich kannst du auch Dinge bewundern. Du kannst Dinge bewundern in anderen, die du auch ausleben möchtest. Aber dann musst du auch sehen, dass du die Dinge für dich auch tun darfst und kannst. Du solltest sie nicht nur in anderen bewundern. Deswegen, so ein bisschen Stars kann man als Inspiration sehen, aber man sollte sie nicht unbedingt vergöttern. Also man kann stolz auf sich sein, man kann sagen, die machen tolle Musik oder die wählen tolle Filme oder die haben eine tolle Message. Aber letztendlich solltest du auch immer gucken, wo in deinem Leben kannst du vielleicht Dinge für dich auch umsetzen. Wo kannst du auch wirklich du sein? Wo kannst du dich zelebrieren, dich feiern, gut zu dir sein, für dich sorgen, dich vielleicht ein bisschen ummodeln? Also, dass du dir sozusagen zusprichst, was du in anderen bewunderst, dass du dir vielleicht Raum gibst, dass du dir Kleidung gibst, die du möchtest, dass du dir vielleicht Dinge gönnst. Und vielleicht kannst du nicht alles auf einmal, aber Stück für Stück, wenn man jahrelang irgendwann in sich investiert, sammelt sich auch irgendwann was an, was zu einem passt. Ja, und du bist definitiv jemand, der weiß, was er will. Und vielleicht ist das auch etwas, wenn du zum Beispiel beruflich wirklich auch erfolgreich sein kannst oder manchmal auch bist oder auch sehr gut vorankommst, sehr viele Ideen hast oder immer lösungsorientiert bist, kann es sein, dass du auch Neider auf den Tisch ziehst, weil die Steinbock-Energie bedeutet meistens, du hast ein Führungspotenzial, du hast eine Energie in dir, die andere meistens nicht haben. Deswegen sehr viele Menschen, die in Führungsebenen arbeiten, sind keine Führer. Das sind oft Menschen, die sich auf irgendeine Art und Weise da hochgekämpft haben. Nicht jeder, das will ich gar nicht behaupten. Aber zu oft konnte man beobachten,
dass Menschen in Führungsebenen gar keine Ahnung haben, was Führung ist. Die wollen nur Macht, die wollen nur Geld, die wollen nur Position, aber führen, anleiten, lehren, weitergeben, helfen, ist nicht unbedingt ihr Ding. Also es geht eher darum, einfach nur Status quo zu haben und einfach nur, ja, bewundert zu werden von anderen. Und es kann sein, dass du dann sogar manchmal diese Rolle der Führerin oder des Führers ablehnst, weil du eben nicht auf den Podest gestellt werden willst, weil du weißt, dass es toxisch sein kann, weil du weißt, dass es auch Erwartungshaltungen sein können, die dir Druck machen und wo du dann sozusagen denkst, ich kann denen vielleicht gar nicht gerecht werden. Und ich kann dir sagen, egal was für Erwartungshaltungen Menschen dir gegenüber haben, du bist trotzdem noch ein besserer Anleiter, Hörer, Pionier als manche andere Menschen da draußen. Ja, das ist ein Thema, das wird dir wahrscheinlich immer wieder begegnen, dass Menschen etwas von dir wollen, was du vielleicht gar nicht willst. Also auch da zu lernen, sich nicht auf Dinge einzulassen, die dir nicht gut tun, die du nicht möchtest, die dich schaden, die dich vielleicht runterziehen. Und das begegnet dir bestimmt immer wieder. Eine Form des Schmerzes, ein emotionaler Schmerz. Vielleicht auch der Schmerz, dass du, wenn man weise ist, wenn man wach ist, dass man manchmal merkt, boah, ich bin alleine mit meinem Wachsein oder ich bin alleine mit meinem Bewusstsein oder ich verstehe nicht, warum die Welt das nicht sieht, was hier gerade abgeht oder was hier passiert. Ich verstehe nicht, warum die Augen geschlossen sind. Hat natürlich mit jedem persönlich auch zu tun, mit seiner Wandlung, wie viel Schmerz er erträgt, wie viel Trauma vielleicht passiert ist, wie tiefer in irgendwas drinsteckt, wie viel Ego manchmal auch präsent ist. Und sich selbst und dem Leben zu stellen, bedeutet auch, Schmerz ertragen zu müssen. Wenn du zum Beispiel Tierleid siehst, stellst du dich einem Schmerz. Und dieser Schmerz ist ab da präsent und der kann auch nie wieder verschwinden, weil ab da siehst du überall Tierleid und ab da wird dir bewusst, was die Welt tut. Wenn du aber diesen Schmerz zum Beispiel nicht in dein Leben einladen möchtest und dich vor diesem Schmerz zum Beispiel abwendest, fühlst du diesen Schmerz auch nicht und es ist auch nicht präsent in deinem Leben. Gleichzeitig kann aber eben auch in dir und der Welt keine Transformation stattfinden, weil Schmerz, der ignoriert wird, ist auch ein Schmerz, der immer bleiben wird für alle Beteiligten. Und das ist, glaube ich, das, was auch oft im Leben vielleicht auch als Konflikt bei dir angeführt werden kann, wenn du zum Beispiel mitbekommst, da findet irgendwo Missbrauch statt oder das ist eine Ungerechtigkeit und du stellst dich dem Schmerz, kann es sein, dass sehr viele Menschen vor diesem Schmerz wegrennen und sagen, was laberst du oder nerv mich nicht, oh, hör doch mal auf und jeden Seins und hier. Aber ich finde, im Leben kann es nicht immer nur sein, im Leben jeden Seins, weil in gewisser Weise, ja, jeder lebt sein Leben. Aber kriegt man mit, dass jemand anderen Menschen oder Tieren oder der Umwelt schadet, muss es Grenzen geben. Es muss Grenzen geben. Man kann nicht einfach nur sagen, leben und lassen. Vor allen Dingen, wenn dann der, den es betrifft, er gar nicht leben kann. Also ne, ein Kind, was missbraucht wird, das führt kein ordentliches Leben. Ein Tier, was misshandelt wird, das kann kein Leben führen. Also deswegen leben und lassen ist da schwachsinnig, wenn man das sagt. Okay. Dann haben wir noch, du bist auch jemand, der Dinge organisiert und dem Organisation wahrscheinlich auch relativ wichtig ist. Du bist sehr fleißig, du bist emsig. Es könnte auch sein, dass Menschen dir deine Organisation entweder manchmal abstreitig machen wollen oder dass sie eifersüchtig sind oder dass sie sie nutzen. Menschen, die dich lieben und die dich wertschätzen, lieben deine Organisation. Es könnte sogar sein, dass sie zu dir kommen, wenn sie irgendwie Hilfe brauchen. Menschen, die allerdings nur was von dir nutzen wollen, lieben deine Organisation wahrscheinlich auch und können auch manchmal gar nicht so gut sein wie du. Also du bist da schon wie so ein kleiner Profi. Das sollst du wissen, egal was in deinem Leben bis jetzt war, wo du dich gequält hast, wo du Angst hattest, nichts war umsonst. Du bist jemand, der hat aus Dingen gelernt und der lernt auch immer weiter. Und deine Zeit kommt für was auch immer. Vielleicht für deine Freiheit, für deine Lebendigkeit, für vielleicht auch eine schmerzärmere Zeit. Deine Zeit kommt, ja, und du sollst das wissen. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, das war es jetzt zur Peil Nummer 1. Falls ihr euch noch zum anderen Peil gezogen fühlt, schaut den gerne an. Falls ihr Reading buchen wollt, Karten kaufen wollt, Kurs buchen wollt, mir eine Spende zukommen lassen wollt, könnt ihr alles auf meiner Website, genauso über PayPal und YouTube. Und schaut gerne auch bei Bastleria vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Hallo, bei Nummer 2, ihr habt den Sonnenstein gewählt. Und wir schauen mal, welche Botschaft für euch hier durchkommen möchte. Die Kaiserin. Also ihr tragt Früchte, ihr bringt eine gewisse Lebendigkeit, ihr sorgt dafür, dass Dinge blühen, aufblühen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Leben möchte, dass ihr auch aufblüht, dass ihr nicht vor Dingen wegrennt.
das ist interessant, dass diese Karte in letzter Zeit regelmäßig kommt. Ja, aufgrund von Betrug. Vielleicht ist es das. Ihr seid Menschen, machen wir es mal so rum, oder ihr seid ein Mensch, der sehr viel zum Blühen bringt, zum nach vorne treiben, aufblühen, gedeihen, wachsen. Also das ist so eure Energie. Und dann gibt es Menschen, die berauben euch einfach. Die mögen euch nicht oder die gönnen euch nicht und ihr habt gelernt oder seid gerade im Begriff zu lernen, Dinge für euch zu behalten. Gleichzeitig kann es aber auch manchmal eure Energie blockieren, weil wenn man eigentlich diese Person ist und man möchte, dass es allen gut geht, man will für jeden da sein, umsorgen, so eine mütterliche Energie, eine wohltuende Energie und dann muss man in diese Energie gehen, wo man alles beschützen muss, wo man bunkern muss, wo man Dinge für sich behalten muss, wo man sich abgrenzen und bewahren, behüten muss, dann kann man nicht so frei fließen, wie man möchte. Und das ist manchmal frustrierend, eben durch Menschen, die einem das dann irgendwo kaputt machen. Und dann kann es sein, dass man im Leben entweder sehr wütend wird oder anfängt, sich einzuschränken und zu sagen, na gut, dann muss ich halt jetzt auf Sparflamme leben oder dann kann ich halt nicht mehr alles machen, was ich tun möchte. Und dann kann es sein, dass Teile deiner Seele, ich will nicht sagen absterben, aber dass sie eingeschränkt werden oder dass sie sich nicht lebendig fühlen können und dass du nicht das geben kannst und zeigen kannst, was du wirklich möchtest. Aber eigentlich möchtest du es. Hier haben wir die Königin der Stäbe. Du bist definitiv jemand, der möchte seinen Willen durchsetzen, der möchte andere inspirieren, der möchte andere begeistern und der will sich nicht einschränken lassen. Der will sich nicht einschränken lassen von der Materie, der will sich nicht einschränken lassen von Menschen, die böses Blut vergießen und die einem das Leben schwer machen und die einen mental vielleicht irgendwie ärgern. Du möchtest wirklich einen Frieden auch in die Welt bringen. Und Frieden kann manchmal nur passieren, indem Dinge auch aufgerüttelt werden. Und ja, aber dann begegnet dir immer wieder, es ist interessant, weil es ist beides, glaube ich, fünfter Schwerter, dir begegnet immer wieder, dass Menschen dich nicht unterstützen. Also es ist immer wieder, dass du das Gefühl hast zu fallen oder dass du sogar fällst. Vielleicht gönnen dir Menschen auch diese treibende, blühende, kraftvolle Energie nicht. Vielleicht kotzt es sie in irgendeiner Form an und sie wollen einfach nicht, dass du das tun kannst, was du wirklich möchtest. Es gibt, auch wenn das manche nicht glauben, es gibt Familienangehörige, die gönnen ihren Kindern gar nichts. Oder die Geschwister gönnen ihren Geschwistern gar nichts. Und sie wollen, selbst wenn bei ihnen es sich nichts ändern würde, wollen sie aber nicht, dass du blühst und gedeihst. Du bist aber diese blühende, gedeihende Energie. Absolut. Und es ist super unfair, dass dir das passiert. Und vielleicht wird es Zeit, neue Abenteuer, neue Wege zu bereisen. Also vielleicht solltest du dich lösen von dem, was du kennst. Vielleicht ist es... Es kann sein, dass du umziehst, dass du ein neues Land bereist, dass du einen neuen Ort entdeckst, dass du dich abwendest, dass du deinen eigenen Weg gehst, dass du dich von all dem löst, was du vielleicht kennst und etwas Neues für dich kreierst, etwas Neues schaffst. Weil so fühlt sich das an, so als ob jemand sagt, ich habe probiert, ich habe gemacht, ich habe versucht, ich habe gekämpft, ich habe gegeben. Okay, ich nehme jetzt meine 7 Sachen und das war's. Als ob man einfach genug hat. Es reicht jetzt. Man könnte fast sagen, du hast wieder investiert und trotzdem wurdest du betrogen. Du hast geholfen und trotzdem wurdest du betrogen. Du hast für dich gesorgt und trotzdem haben es Menschen wieder ausgenutzt. Und manchmal kann man auch mit jemandem ein Wörtchen reden. Man kann manchen Menschen auch manchmal zur Seite ziehen und ihnen sagen, hey, das und das würde ich gerne anders haben. Die Person ist so wie, ja klar, machen wir auf jeden Fall. Und kurz danach oder später kommt sie trotzdem wieder in denselben Trott. Du musst wieder auf dich aufpassen und du merkst, nein, diese Beziehung oder diese Bindung oder dieses Verhältnis ist nichts, was dir gut tut und dann musst du dich daraus lösen. Ja, du bist eine fleißige Biene. Du bist eine fleißige Biene, die in diesem Leben mehr macht als andere. Und manchmal ist es auch das. Manchmal muss man den Fleiß und die Energie in sich und das, was man möchte, stecken, statt in andere. Manchmal muss man an den Punkt kommen, zu realisieren, dass alles, was man tut, letztendlich nicht gewertschätzt und gewürdigt wird und auch nicht respektiert wird und dass es Zeit wird, diese Energie in sich selbst zu stecken und das, was man möchte. Und daran festzuhalten, selbst wenn es vielleicht einem Angst macht. Das ist es auch. Du bist ein sanftmütiger Charakter. Du hast keine Lust, Stress zu machen. Du willst dich nicht mit irgendjemandem bekriegen. Du hast keine Lust, irgendwas wirklich irgendwie zu stressen. Aber trotzdem suchen genau die Menschen dich immer wieder aus. Und das ist oft so, dass sie manchmal auch mit Sanftmut, also das ist meine Beobachtung, Menschen können mit Sanftmut manchmal nicht umgehen. Die sind manchmal so voller Selbsthass, voller Selbstkritik. Die sind so unglücklich. Die können es nicht ertragen, wenn jemand
zufrieden ist oder wenn jemand versucht, das Beste aus sich und seinem Leben zu machen. Die müssen das zerstören. So wie du kannst doch nicht glücklich sein, während ich unglücklich bin. So du kannst doch nicht weiter sein als ich. Also versuchen sie dein Leben zu sabotieren und es dir schwer zu machen. Und es ist ganz wichtig, das zu erkennen und sich von diesen Situationen Menschen zu entfernen. Und dann aber auch, weil manchmal ist es nämlich so, wir haben uns dann entfernt, wir sind von diesen Menschen weg. Unser Verstand ist dann trotzdem noch so. Unser Verstand kritisiert uns dann auf einmal, hält uns zurück, bestraft uns, gibt uns das Gefühl, dass wir nichts tun dürfen. Und da ist es ganz wichtig, sich von dem Verstand nicht leiten und lenken zu lassen. Ja, du bist eine Reisende oder ein Reisender. Also das heißt, du kannst auch wandern. Bitte fokussiere Kamera. Du bist eine Reisende oder ein Reisender. Das heißt, wenn etwas ein Ende für dich ist, also wenn es wirkt wie ein Ende, dann ist es für dich auch ein Ende. Du musst keine Angst haben. Du musst keine Angst haben, dass du zu vorschnell reagierst, dass du vielleicht nur nicht die Sache gut durchdacht hast. Es gibt ja oft Menschen, die immer sagen, ach Mensch, sei doch nicht so radikal oder das finde ich jetzt krass von dir und Mensch, gib doch Menschen nochmal eine Chance und man darf doch verzeihen. Man kann auch verzeihen, man kann auch Chancen geben, aber meistens ist es so, dass diese Menschen sich nicht ändern und dass es letztendlich immer beim Alten bleibt und dass es gut gewesen wäre, schon von Anfang an die Reißleine zu ziehen, aber nicht immer traut man sich das, weil man eben nicht weiß, was es heißt und ich glaube, du bist jemand, der kommt oder ist jetzt an einem Punkt, wo er weiß, lohnt sich alles nicht mehr. Ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Und man muss auch nicht alles wissen, bevor man es angeht. Das ist auch manchmal, wenn man oder Menschen kommen dann auch mit, ja, aber weißt du denn schon, wo es hingeht und weißt du schon wie und was? Und manchmal weiß man nur, ich mache es. Ich weiß noch nicht wann, wie, wo, aber ich weiß, ich mache es. Und ab da steuert das ganze Leben darauf hin. Man sammelt Informationen, man lernt was über sich, man macht irgendwas, man bewirbt sich, man tut, man beobachtet, man lernt und dann irgendwann weiß man, was man tun muss. Und deswegen am Anfang, wenn du dich entscheidest für etwas, musst du nicht sofort alles wissen. Wir müssen nicht perfekter Maler sein, um zu malen. Wir malen, um ein Maler zu sein. Wir malen währenddessen. Wir lernen durch die Übung. Wir lernen durch das Leben. Ja, das ist das, was dir gerade geraten wird. Verändere etwas. Bleib nicht bei dem, wo du gerade bist. Mach nicht mehr so weiter, wie du es gerade tust. Verändere etwas. Und natürlich, und das ist auch wichtig, nicht alles ist schlecht. Nicht alles, was du gerade tust, ist schon schlecht, aber es gibt anscheinend Dinge, die geändert werden können. Deswegen sehr viele von euch wissen eigentlich schon immer mehr, wer ihr seid. Und deswegen macht euch jetzt auch nicht irgendwie Fuchsteufelswild und denkt, oh mein Gott, vielleicht habe ich ja jetzt alles falsch gemacht oder vielleicht hätte ich mein Leben ganz anders machen müssen. Nein, wir können aus allem lernen und wir können auch uns immer weiterentwickeln. Es ist nur wichtig, dass wenn wir etwas verändern, uns auch nicht abstrafen, weil ansonsten haben wir auch keine Energie, die uns nach vorne bringt. Ja, wir dürfen zwar sagen, oh Mensch, da war ich vielleicht ein bisschen blöd, da war ich naiv, da war ich vielleicht unbewusst. Das ist mir heute klar, darauf achte ich heute. Aber viele Dinge, zum Beispiel wer du bist, dass du sanftmütig bist, dass du liebevoll bist, dass du neugierig bist, dass du an anderen interessiert bist am Leben, dass du impulsiv vielleicht bist, dass du leidenschaftlich bist, dass du voller Kraft bist, Inspiration, das ist etwas, das ist alles richtig. Und deswegen, du sollst dich nicht grundsätzlich ändern und dein Leben auch nicht grundsätzlich ändern, sondern nur die Dinge, die nicht mehr passen oder die stören oder die nicht gut für dich sind. Ja. Okay, ihr Lieben, das ist jetzt die Botschaft Nummer 2. Falls ihr euch noch zum anderen Paar hingezogen fühlt, schaut den gerne an. Falls ihr ein Reading buchen wollt, Karten kaufen wollt, einen Kurs buchen wollt, mir eine Spende zukommen lassen wollt, könnt ihr alles auf meiner Website. Genauso, wenn ihr mir per PayPal oder YouTube was spenden wollt. Und schaut gerne bei Bastelria vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Hallo, Paar Nummer 3, ihr habt den Zebra-Marmor gewählt und wir gucken mal, welche Botschaft hier für euch reinkommt. Okay, also ihr wurdet schon oft geprüft, vielleicht seid ihr auch jetzt gerade in einer Prüfungssituation. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr Dinge erledigt, die ihr im letzten Leben nicht erledigen konntet, Dinge, die jetzt geheilt werden dürfen. Ja, ihr steht für den Neuanfang, ihr seid auf jeden Fall mutig, ihr seid intuitiv und ihr habt definitiv das Gefühl, dass euer Leben anders ist als das der anderen oder ihr wollt es auch, ihr strebt danach oder es wird immer wieder
Das Leben wirft euch immer wieder hin, so wie Neuanfang. Da fängst du wieder neu an, da wechselst du was, da hast du vielleicht wieder eine neue Beziehung oder du gehst einen Weg, den andere vielleicht noch nicht gegangen sind oder ungewöhnlich. Und wir haben auch den Tod. Das heißt, du hast auch gelernt zu verzichten, zu verlieren, alles hinter dir zu lassen. Du bist jemand, der immer wieder transformiert und immer wieder sich den Dingen. Ist eigentlich krass, dass wir hier den Narr, den Tod und das jüngste Gericht haben, das fast heftige große Arkan, die eigentlich immer für starke Bewegungen, für starke Veränderungen, aber auch für innere Veränderungen stehen und die auch dein Leben prägen. Also das heißt, also mich würde null wundern, wenn du super spirituell bist, wenn du super auch am Übernatürlichen interessiert bist, wenn du mit dem Tod im Leben konfrontiert wurdest oder mit Abschieden, mit Verlusten, mit Konflikten, mit Krankheiten, mit Problemen, wenn du immer wieder über dich hinauswachsen musstest und immer wieder Hürden hattest, weil das zeigt es hier ganz, ganz deutlich, dass das bei dir im Leben Programm ist. Gleichzeitig hast du aber auch eine enorme Geduld. Also das heißt, du stehst das auch alles durch, du wartest auch ab, du gibst dem Ganzen auch Raum. Vielleicht nicht von Anfang an, vielleicht warst du als Kind nicht ganz so, aber du hast dich dahin entwickelt, weil du hast gelernt, manchmal brauchst du einfach nur ein bisschen Zeit. Manchmal brauchst du einfach nur ein bisschen Zeit und Raum, dass Dinge sich entwickeln und dann löst sich das schon. Und manchmal ist die Prüfungssituation, die du gerade bekommst, gar nicht so schlimm. Die ist nur im ersten Moment vielleicht erschreckend. Und du bist vielleicht auch jemand, der für sich auch gelernt hat, Dinge für sich zu behalten an manchen Stellen. Also im Sinne von, wenn man so viel Mist erlebt oder wenn man so viel Herausforderungen hat, das ist es. Wenn man sehr viele Herausforderungen hat, Wachstumsherausforderungen, Abschiede, Neuanfänge und so weiter, irgendwann redet man nicht mehr darüber, was man alles erlebt hat, weil manchmal können Leute das auch gar nicht verarbeiten oder manchmal glauben sie einem das auch nicht. Manchmal hat man so eine Klugheit, auch emotionale Klugheit, die man eigentlich gerne zeigen würde oder ausleben würde, aber dann hat man zum Beispiel Man hat zum Beispiel nicht Psychologie studiert oder man ist kein Philosoph oder man ist kein Gelehrter oder was auch immer. Man ist einfach nur eine normale Person. Und dann kann es sein, dass das, was man alles erlebt hat, mit niemandem teilen kann, weil die Leute entweder das als zu hochtrabend empfinden oder als besserwisserisch oder sie haben das Gefühl, sie wollen dir gar nicht zuhören, weil sie dich auch nicht verstehen. Und deswegen ziehst du dich dann irgendwann zurück und teilst auch nicht mehr. Du teilst manchmal nicht die Dinge, die du eigentlich hast, deine Schätze. Also entweder brauchst du den richtigen Ort, um das zu teilen, wie zum Beispiel in Social Media, falls du da Menschen hast, oder einen Freundeskreis oder die richtige Arbeit, wo du die Dinge teilen kannst, die du weißt. Weil ich fühle, dass du jemand bist, der das eigentlich möchte, aber gleichzeitig wurdest du auch schon beraubt. Also ich könnte mir auch vorstellen, falls du ein Künstler bist oder künstlerisch tätig oder in irgendeiner Form kreativ, hast du wahrscheinlich auch schon gelernt, dass andere deine Ideen geklaut haben oder dich beraubt haben oder vielleicht Dinge nachgemacht haben. Und nicht, dass man nicht inspiriert sein kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass du jemand bist, der irgendwann auch vorsichtig geworden ist und dass man manchmal Dinge für sich behält, weil es besser so ist. Einfach, um sich zu schützen. Und du hast auf jeden Fall eine Schamanenenergie in dir. Also du bist jemand, sage ich ja, Okkultismus, Esoterik, Innenschau, das Mystische, die Natur, die Tiere, die Ahnen, die kraftvolle Vergangenheit, so das Thema Rückführung, frühere Leben, neue Leben, anders sein, Sternwesen. Ich habe das Gefühl, alles in einem könnte bei dir so ein Paket sein, weil du eben vom Leben ein bisschen losgelöster bist als andere. Also ich habe fast das Gefühl, du bist jemand, der hat so viel erlebt oder der ist immer wieder herausgefordert worden, dass er nicht das normale Leben leben kann wie andere. Du kannst es vielleicht sogar anderen nicht mal erklären, was da bei dir los ist und die verstehen es vielleicht sogar nicht. Ja, man könnte was sagen. Ich meine, in dieser Welt gibt es so viele Igel. Ich habe es jetzt schon wieder gesehen, wie viele Igel irgendwo überfahren am Straßenrand liegen und ich jedes Mal einfach todtraurig bin, dass das passieren muss. Und ich glaube, dass du aber wie so ein magischer Igel bist, dem das nicht passiert. Wo man eigentlich denken würde, dieser Igel, Matsch. Ja, dieser Igel, da kommt keiner. Aber du bist jemand, der überlebt das. Du überlebst Dinge. Du bist wie magisch. Da, wo andere zusammenbrechen würden und es nicht aushalten können, bist du jemand, der das einfach schafft. Du bist dieser magische Floating Eagle, der ganz besonders ist und der etwas Übernatürliches an sich hat und der aber auch weiß, wann er über die Straße geht. Der hat so gelernt, wann er über die Straße zu gehen hat und es nicht einfach das Risiko eingeht. Also du bist sehr klug und du bist sehr weise.
Und gleichzeitig hast du was ziemlich Zerbrechliches und Fürsorgliches. Ja. Aber es ist eigentlich lustig, dass wir zwei konträre Energien haben, die aber trotzdem das Gleiche ausstrahlen, nämlich sie will sich kümmern und sie ist mit dem Mystischen verbunden. Und bei ihm hat man fast das Gefühl, er ist so wie, er weiß gar nicht, dass er so magisch ist. Er denkt einfach nur, ich bin so ein kleiner Igel, der vor sich hinwudelt, aber eigentlich kann er so viel mehr, als er am Ende denkt. Ja, Neuanfang, das ist auch interessant, weil wir haben ja hier den Neuanfang. Du stehst für Neuanfang, auch wenn du Menschen begegnest. Menschen können in deiner Gegenwart neu anfangen. Also das heißt, Menschen kriegen durch dich Impulse. Eindrücke, deine Energie kann was bewirken. Auf einmal fangen sie neu an, Dinge tun zu wollen und verändern sich. Aber auch du könntest dafür sorgen, dass Unternehmen sich auf einmal verändern oder da, wo du arbeitest, neue Strukturen reinkommen. Und das hat mit deiner Energie zu tun. Und das ist auch, du bist eigentlich willkommen, selbst wenn du dich vielleicht nicht immer so fühlst. Du bist willkommen auf Planet Erde, du bist gewollt, selbst wenn du viele Prüfungen hast. Oft sind die Menschen mehr gewollt auf Planet Erde, die viel durchhaben, weil sie der Welt mehr geben können. Nicht, dass die anderen nicht gewollt sind, aber ich will nur sagen, oft sind die, die so viel durchgemacht haben, denken immer, sie sind am wenigsten gewollt und eigentlich sind sie mit am meisten gewollt. Ja, du bist schlau. Du bist sehr klug. Du bist sehr schlau. Du hast sehr viel gesehen, du hast sehr viel erlebt und du lässt dich auch nicht, du lässt dich definitiv nicht an der Nase rumführen. Selbst wenn es in deinem Leben so war, war es, weil du nicht an dich geglaubt hast. Vielleicht hat man, wie gesagt, dir auch deine Schlauheit geneidet oder dein Forschergeist und dein Mut. Oft ist es auch so, wenn man mutig ist, ist man oft, hat man auch eine gewisse Schlauheit in sich, dass man Wege geht, die andere nicht gegangen sind und probiert es einfach. Und dann zeigt sich im Nachhinein, oh ja, das war wirklich eine gute Idee. Derjenige hat das wirklich gut gemacht. Und das ist dann sehr clever gewesen, diesen Weg zu gehen. Im ersten Moment wirkt das vielleicht nicht immer so, aber im Rückblick auf jeden Fall. Das sollst du für dich gerade umsetzen oder in nächster Zeit vielleicht angehen, neue Ziele zu haben. Ich meine, du stehst für den Neuanfang. Neue Ziele zu haben dürfte eigentlich kein Problem für dich sein. Falls doch, ist es jetzt an der Zeit, das zu aktivieren. Und das mach, was du willst. Du bist jemand, der darf auch mehr machen als mehr machen. Man könnte fast sagen, wenn Menschen so getortured wurden, also dann das Leben so gemein oft war oder Herausforderungen, Menschen zu dir kamen, die das Leben nicht leicht gemacht haben, sind diese Menschen mehr unterstützt, dann im Laufe des Lebens Dinge zu verändern, Dinge anders zu machen, auf ihre Art und Weise zu machen, weil sie sich losgelöst haben aus verschiedenen Konzepten, gesellschaftlichen Strukturen, Hierarchien, Ansprüche, Erwartungshaltungen, weil sie einfach ihren eigenen spirituellen, aber auch menschlichen Weg gehen und sich nicht rumschubsen lassen. Und du bist so jemand, der kann und darf machen, was er möchte. Also natürlich geht es hier nicht um, ne, Schaden und Gewalt und sowas, das meine ich nicht, sondern mach, was du willst, was dir gut tut. Ja, lass dich nicht von anderen einschränken und lass dir nicht von anderen sagen, wie es Leben zu laufen hat, weil du hast schon ein gutes Händchen dafür. Ja. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt auch eine kurz- und schmerzlose Botschaft aus Peil Nummer 3. Falls du dich noch zu einem anderen Peil gezogen fühlst, schau den gerne an. Falls du ein Reading buchen möchtest, Karten kaufen möchtest, Kurs buchen möchtest oder eine Spende zukommen lassen möchtest, kannst du alles auf meiner Webseite. Habe ich euch verlinkt, genauso wie wenn du über PayPal oder YouTube mir was spenden möchtest. Und schau gern bei Bastelria vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.